Also statt dem V schreiben wir künftig, künftig F' von x. Und das heißt dann Ableitungsfunktion. Das heißt Ableitungsfunktion, das heißt, wir haben ja definiert, dieses V war ja gleich Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h. Und statt des V schreiben wir jetzt f' von x, die Ableitungsfunktion. Und wir wollen jetzt die Ableitungsfunktion für das Bewegungsmuster eines Fallschirmspringers berechnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein Fallschirmspringer mit f von x gleich 0,3x² mit dieser Bewegungsfunktion springt. Und wir berechnen jetzt das f' von x. Ist gleich Limes, so wie es hier steht, h gegen 0 von. So, was ist f von x plus h? Wir erinnern uns, dass f von x plus h, was heißt nochmal f von x plus h? Statt x schreibe Klammer auf, x plus h Klammer zu. Was ist hier das f von x plus h bei 0,3x²? 0,3 mal Klammer auf, x plus h Klammer zu Quadrat. Das schreibe ich jetzt hier hin. Das ist das f von x plus h. Vielleicht mache ich da mal so einen kleinen Strichlein drunter. F von x plus h, f von x plus h, f von x plus h. Wie geht es jetzt weiter? Minus? Minus 0,3x² durch h. So, ist gleich Limes h gegen 0. Das müssen wir jetzt hier machen. Jetzt muss man logisch vorne. Völlig richtig. Hier. 0,3 mal Klammer auf x² plus 2xh plus h² Klammer zu minus 0,3x² und das dann durch. Multiplizieren. Mhm. Dann sieht man, also dann kommen wir aus 0,3x² plus 0,6xh plus 0,3h² minus 0,3x² und das Ganze durch. Und jetzt kürzen sich minus und plus 0,3x² weg und dann bleibt halt noch der Rest übrig und dann kann man h ausklammern. Kommt raus h mal Klammer auf 0,6x plus 0,3h. Und jetzt kann man die h kürzen. Und dann bleibt noch, Limes h gegen 0 ist 0,6x plus 0,3h. Und für Limes h gegen 0 kommt dann raus 0,6x. Das heißt, die Ableitungsfunktion von 0,3x² ist 0,6x. Ja, wir machen jetzt von dieser Funktion die Ableitungsfunktion, das f' von x. Das f' von x war Limes. Wie ging das weiter? H gegen 0 und f von x plus h. Minus f von x geteilt durch h. Jo. Und man darf das h gleich 0 nicht zu früh einsetzen. Ich werde das jetzt kurz mit rot anschreiben. Also bitte nicht sofort das h gleich 0 einsetzen. Also sagen, das ist f von x plus h, also plus 0 minus f von x durch 0. Was wäre denn f von x plus 0 minus f von x durch 0?
plus minus unendlich. Das nein, nicht ganz. Das wäre f von x. Achso, ja, f von x minus f von x und das ist dann wirklich 0. Und 0 durch 0 ist? Nee, das ist nicht erlaubt. Verboten, genau. Das geht nicht, das ist verboten. Also das heißt, das was wir hier ausrechnen, sind immer Quotienten der Form 0 durch 0. Ja, das heißt, und da muss man eben die Definition von Limes angehen. Limes war, man darf es nicht. Man tut es trotzdem. Und hier, das man darf es nicht, steht hier dran mit der 1, man darf es nicht. So, jetzt berechnen wir das f' von x als Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h. So, da überlegen wir uns als erstes, was war denn das f von x plus h? F von x plus h ist 4 mal Klammer auf x plus h minus 2 plus 3 mal Klammer auf x plus h Klammer zu zum Quadrat. Das ist das f von x plus h und das muss ich jetzt hier hinschreiben. Also schreibe ich es hier drunter nochmal. F' von x ist Limes. Also hier schreibe ich nochmal die Definition hin. F von x plus h minus f von x durch h. Also ist das Limes a gegen 0 von? Von f von, also man setzt es jetzt ein und danach macht man. Also diktieren. Ja, 4 mal Klammer auf x plus h Klammer zu minus 2 plus 3 mal Klammer auf x plus h Klammer zu zum Quadrat. Minus, das war das f von x plus h, minus? Klammer auf 4x minus 2 plus 3x Quadrat Klammer zu. Geteilt durch h insgesamt. So, und jetzt müssen wir eine Katastrophe ausmultiplizieren. Was kommt denn da raus? 4x plus 4h minus 2 plus 3 mal Klammer auf x Quadrat plus 2xh plus h Quadrat Klammer zu. Minus 4, minus 4x plus 2 minus 3x Quadrat. Durch h. So, da sehen wir, dass da ein bisschen was wegfällt. Was fällt da weg? 4x minus 4x. 1, 2. Plus und minus 2. 1, 2. Und nochmal einer fällt weg, wenn man das kurz mal anfängt auszumultiplizieren. Ja, genau, minus 3x² und 3x². Jawohl, der gegen den. So, was bleibt also übrig? Limes h gegen 0 von 6, 6xh plus 3h² geteilt durch h. Ja, wir waren jetzt so weit gekommen. Was machen wir jetzt als nächstes? Was machen wir jetzt als nächstes im Zähler? Wir klammern das h aus. Also h mal Klammer auf 4 plus 6x plus 3h. Klammer zu. Jetzt kürzt man das h weg. Dann bleibt übrig 4 plus 6x plus 3h. Also quasi mal 0. Jetzt setze ich das ein. Also kommt als Ableitungsfunktion raus 4 plus 6x. So, wir wollen jetzt die Ableitung von 6 minus 2x² plus 3x berechnen. Dazu verwenden wir die Definition des Differenzenquotienten Limes h gegen 0 f von x plus h minus f von x durch h. So, was war nochmal f von x plus h? F von x plus h ist 6 minus 2 mal Klammer auf x plus h Klammer zu zum Quadrat plus 3 mal Klammer auf x plus h Klammer zu. Also ist das hier Limes h gegen 0 von f von x plus h, also 6 minus 2x plus h zum Quadrat plus 3x plus h durch h. Dann fehlt noch das minus f von x. Minus f von x. Minus 6, 6 minus 2x Quadrat plus 3x.
Limes h gegen 0 von? Limes h gegen 0 von 6 minus 2 mal Klammer auf x² plus 2xh plus 2x Klammer zu. Plus h² Klammer zu. Plus 3x plus 3h minus 6 plus 2x² minus 3x. Durch h. So, da fällt wieder ein bisschen was weg. 6 und minus 6. Wenn man es dann ausmultipliziert. Und die 3 minus 3. So, wir multiplizieren es schön aus. Ja. Ist gleich Limes h gegen 0 von ausmultipliziert. Minus 2x² minus 4xh minus 2h². Und dann kommt halt noch der übrig. Plus 3h plus 2x². Und jetzt fällt wer gegen wen weg? Jetzt fällt minus 2x² gegen 2x² weg. So, und da kann man jetzt was im Zähler machen, wenn man sich das anschaut. Ja, man klammert wieder h aus. Dann kommt raus h mal Klammer auf, minus 4x minus 2h plus 3, Klammer zu, geteilt durch h. Jetzt kann man die h kürzen. Und dann bleibt übrig, wenn man Limes h gegen 0 setzt, minus 4x plus 3. Also ich schreibe es nochmal kurz auf. Minus 2h plus 3. Und das ergibt dann minus 4x plus 3. Und minus 4x plus 3 ist die Ableitungsfunktion dieser Funktion. Ja, es fällt auf, dass wir immer wieder das Gleiche machen. Das heißt, das ist ein Algorithmus, den wir hier machen. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir berechnen einen Differentialquotient, also dieses Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h. Das hat den Namen Differentialquotient. Und wir gehen wie folgt vor. Also ich schreibe jetzt hier, es gab ja zwei Methoden, die H- und die X0-Methode. Und im Zweifelsfall wählt man immer die H-Methode. Die X0-Methode erzeugt vermeidbare Polynomdivisionen. Ist nicht zu empfehlen, es gibt nur ganz wenige Beweise, wo wir die X0-Methode verwenden. Das erste, wir formulieren den Differentialquotient. Der Differentialquotient war das hier. Und setzen aber noch nicht für h gleich 0 ein. So, und dann formen wir den Zähler um. Da haben wir ausmultipliziert und so weiter. Und da verschwindet etwas am Ende. Da verschwindet das f von x. Das verschwindet in der Regel völlig aus dem Zähler. Und wenn das f von x verschwunden ist, dann kann man das h ausklammern. Und wenn das h ausgeklammert ist, das h steht auch im Nenner, dann kann man dieses auch kürzen. Also, das heißt, wir klammern das h aus und wir kürzen das h. Und wenn wir das gemacht haben, dann setzen wir für h gleich 0 ein und rechnen das aus. Also im Endeffekt ist das ja der Definition des Limes, man darf es nicht, das ist hier die 1, man formt es um, die 3, diese drittens ist die Umformung 2 und danach tut man es trotzdem 3. Ja, wir haben jetzt hier einen Funktionsgraphen gegeben und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier einzeichne, dann heißt diese Linie, die heißt Sekante. Ja, und wie wir die Sekantensteigung berechnen, haben wir ja ausgerechnet. Die Sekantensteigung m berechnen wir als Differenz der Funktionswerte. Die m ist das hier. Das ist diese Differenz dieser Funktionswerte. F von, wenn der hier x2, f von x2 ist. Und der hier x1, f von x1. Dann berechnen wir diese Kantensteigung als f von x2 minus f von x1 durch x2 minus x1.
Und wenn wir jetzt das mit dem x2 ein bisschen als Variabel sehen, ja, das heißt, wenn ich den x2 jetzt irgendwo hier hin mache, ja, dann habe ich hier eine andere Sekantensteigung. Und wenn ich mit diesem Punkt immer weiter hier reingehe, sehe ich, dass diese Sekantensteigung sich immer weiter annähert oder diese Kante nähert sich immer weiter dieser Gerade an. Und was für eine Gerade ist das? Was ist das für eine Gerade im Vergleich zu diesen Sekanten? Das ist eine Tangente. Das heißt, die Tangentensteigung, MC, ist, wenn man sich das Ganze anschaut, der Limes. Limes x2 geht gegen x1 von den Sekantensteigungen, die ich hier habe. Ja, das ist also f von x2 minus f von x1 durch x2 minus x1. Und die Tangentensteigung ist damit exakt die Ableitungsfunktion. Mit dieser Definition haben wir ja gesagt, das ist die Ableitungsfunktion, das ist f' von x1. Das heißt, die Tangentensteigung ist dasselbe wie Momentangeschwindigkeit. Momentangeschwindigkeit. Und das ist das, also eine Tangentensteigung ist das gleiche wie eine Momentangeschwindigkeit und das ist dasselbe wie die Ableitung.